Oh, soll meinen Controller wieder anstecken? Geht das noch? Okay, Papa ist zu Hause. Ich kann noch Bücher lesen, ne? Read at home, studied at home. Hier gibt's wirklich nichts drin. Wir kommen heute logischerweise nicht raus. Wir haben gewartet, bis Yukiko wieder unterwegs ist. Und dann... Regnet's heute? Read. The Lovely Man haben wir gelesen. Hier, Expert Study Method. Yes, read. Read it, baby. We begin reading Expert Study Method. The book contains tips on how to concentrate during class and take notes effectively in order to increase knowledge retention. Though while reading it, you wonder if it really is that easy to follow all the advice in it. Gucken. There is still some pages of Expert Study Method left. You decide to save them to read them next time. Bedeckt. Day off from school, jawohl. Midnight Channel? Warum denn Midnight Channel? Das ist Bullshit. Regnet nicht. Natürlich werde ich wieder angerufen. Oh, hello, it's me, Chie. Do we have time to go inside the TV today? While Yukiko's with us, I think it might be good for her to get some experience being in that place. What is the call you want to go? See ya. Ja, wahrscheinlich auch eine smarte Idee. Can now watch other things besides Persona 4 Golden. You can see the illustrations, take quizzes and rewatch videos from the game among other things. If you would like to select these, press the TV overlay button. TV overlay button is available when you have free time, such as after school and at night. Pressing the TV overlay button will open the Cinch data menu. You can change the settings so that the button appears whenever a new show is available. Set the TV update notifier option to on and enable this. Okay, erstmal runter gucken. Kann ich reden? Vacation, vacation, I can't wait. Okay. Was guckt sie denn? Forecast Channel. Das sind also nur so freien Tage, ne? Genauso wie Sonntag. Oh, mit Baller. Der ist schockiert abgefallen. Sieht doch noch gut Wetter aus. Ja, ich will rausgehen. Wir können heute, glaube ich, einen Job machen. Kann ich irgendwie mein Geld sehen? Auf jeden Fall ziemlich wenig Personas aktuell. Ich habe keine Feuerpersonen, dafür haben wir zwei Eispersonas jetzt dabei. Vielleicht nicht ganz so smart. Das ist ein Alertness. Lowers odds of being taken by surprise. Dadurch, dass die Person so wenig aushält, diese Akimitama, finde ich die eigentlich scheiße. Ich gucke jetzt mal was. Und zwar... Eastets meinte ich nicht. Helps establish the Moon Arcana Social Link. Courage. Naoto's Social Link can only begin after you max out Courage. Oh. Ability to make bolder answers to other characters. Knowledge, get high or top marks on exams. Begin Margaret's Social Link. Naoto's Link can only begin after you max out Knowledge. What? Muss alles maxen oder was, damit du Naoto machen kann? Expression living up in the Hierophant and Justice Link. Understanding it helps establish the Hangman social link. The Tower social link can only begin after you max out understanding. Diligent ability to fish more times per day. Apply to work for the janitor job. Apply to work folding cranes.
Strength indicates the effect of Persona's physical attacks. Magic indicates the effect of Persona's magic skills. Was sind denn magic skills? Alles, was nicht physical ist. Endurance indicates the effectiveness of Persona's defense ability. Agility affects Persona's hit and evasion rates. Luck affects Persona's possibility of the Persona performing critical hits and evading attacks. Okay. Dann bist du ein relativ starker Angreifer mit deinem Bufu. Aber hier kann ich halt paniken. Habe ich das bei ihr auch? Ja, bei ihm kann ich, habe ich 4. Der Paniken ist aber stärker als 4, weil es dann die im Zweifel Verbündete angreift. Wir gehen also erstmal into town. Und zwar im Shopping District und kaufen Dinge. Wife died here. Have you heard? It starts on the 29th of this month. Get out! What does? Tanaka's wonderful commodities. It's that TV show with that handsome announcer and what bargains. Ah, I need to start watching TV on Sunday mornings then. Okay. Ich habe noch 9000. Beginner Fishing. Basic Fishing Guide. Finish reading to be able to fish more. Falls wir nichts mehr haben. Oh, siehst du. You were going in, then I go too. What? Ich wollte mit ihr reden. Ich könnte mit ihr abhängen wahrscheinlich, wa? Utilize Skill Cards. Buy Skill Cards. Give Skill Cards. Yes. Dann kann ich sie, glaube ich, klonen, wa? Lowest odds of sustaining crit damage. Taruda decreases one force attack. Ask. Obtaining Skill Cards. Also, das weiß ich schon, wie ich Skillcards kriege. Manage Rescue Requests. Check Rescue Log. Rescuers 1. Rescue, let's go, everyone hold out. Könnte die zweite Message vielleicht mal irgendwie. Sending Handshake. Sehr gut. Detective is Biosona. Sending Handshake. Yes. Keine Ahnung, was ich mit dem Log machen soll. Check on Dwellers. Mary's Request. Huh? Why don't you take me somewhere? Okay. Nee, jetzt noch nicht. Ich wollte eigentlich... You're going at quite a clip. Your social links are what you create world. Bla bla bla. Margaret's Request. Achso. Da brauche ich Knowledge of Expert Level, genau. So, leave the Velvet Room. Chillt sie wieder davor? Nö, sie ist reingegangen. Dann kann ich, glaube ich, hier noch was verkaufen. If you come to see my art, please look around and take your time. Sell. So, hier gibt noch einiges. Ich will wieder neue Sachen. I'm proud of the way that has helped me to energize my art and create this fantastic piece. 5 iron has been added to the list of items to sell. Ich neue Waffen hier. Hard Horn, if you have that, I can wait just a moment. Has help messenger is great. Shield Boots. Bronze Ring. Yeah, Golden Cloth. Golden Dish. It comes from the city that generate malicious city. I lived there too once, when I was young and naive, a mere stirpling, still wet behind the ears. Here, the air and the water and the light are more pure. I've forgotten everything from my time in that hell. So, jetzt kann ich ein 5 Iron. Oh, das boost aber meinen Attack ganz schön. Es gibt auf, ich weiß nicht, wie ihr seht, auf 70 hoch und Hit auf 95. Hier nicht.
Das ist bei ihr genauso. Boots. Und für Yukiko? Insofern, ich brauche so viel mehr Kohle. Ich habe gerade jede Menge bekommen, dafür, dass ich einfach gekämpft habe. Muss es halt nur nochmal zu verkaufen gehen extra. Die kriege ich halt nicht instant, die Kohle. Und die anderen gemacht. Set at home into TV. Spend with Mary. Noch Medizin. Items. Stimulant? Innerspur, das ist halt. Die Waffen. Weiß ich nicht, bringen mir nicht so viel. Nee, hab ich nicht. Jetzt mal 5 Medizin noch mit. Moment, ich bin doof. Ich kann doch die Gruppenmedizin kaufen. Den wir jetzt auch nochmal machen. Ich hätte jetzt fast keine Kohle mehr. Aber jetzt müssen wir in den TV gehen. Und ein bisschen trainieren. Das wäre zumindest meine Idee. Deswegen Leaf Shopping District. June's Department Store. So, gather the food court. Yes, gather all together. Well, now that everyone's here. What's on the agenda for today, Ben? Confirm the situation. After all the trouble you went through, I'm sorry I don't remember anything. Like we said, it's totally okay, you're safe and that's all that matters. Yeah, thanks. But I wonder what the killer's going to do next. For now, all that we can do is keep an eye on the Midnight Channel and wait for his next move. So. Weather report. Das ist am Sonntag wieder... Ach nee, heute ist regnerisch. Ah. Okay. Not what you said when I told you the report. So, dann enter TV. We're going already? Natürlich. Direkt rein da. Teddy vermisst uns schon. Bestimmt, bestimmt. I'll come back. I've been so very bored. I forgot to tell you, for some reason I feel a powerful shadow in the castle. Maybe this world is getting unstable from people going in and out. I don't think this shadow is related to the culprit, but I don't like it being here. I'd be happy if you could defeat it for me. Okay. Mal quasi einen Auftrag bekommen. Hold on. Let's go. Going to get rid of the shadow in the castle. I'm honest, I sort of forgot where the castle is, but I'm sure Chi-chan and Yuki-chan didn't forget. You should ask one of them to show you where it is. Oh yeah. Here, I made these right away this time. Teddy rummaged around before producing something. Ta-da! Brand new gag glasses. Per Yuku-chan's request, they have lenses in them. Obtained gag winter outfit. Oh, really? Thanks, Teddy. Hey, Chie, let's put these on. This again? We did it before, there's no need to do it again. Come on, Teddy, don't get all excited just because Yukiko's a goof. Eh, you're too kind. Wir haben jetzt einen Moment. Nee, das ist nicht. Quip. Gag Winter Outfit. Obwohl, ich hab überall in das Gag Outfit rein. Weiß nicht, warum es immer ein Winter Outfit ist. Das sehe ich jetzt noch gar nicht. Das ist ja frech. Ist aber echt wenig Personas dabei, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne noch eine Persona mehr. Oh, Mary ist nicht mehr. Mary fehlt. Something's different. Mary is nowhere to be found. If you're looking for Mary, I sent her on an errand. She should be back soon. Where did you send her? Oh, please don't be concerned. This errand is, of course, pertaining to those of us who reside within the Velvet Room. I would never allow her to roam your world freely by herself. There's a piece of paper on the floor. Oh. What is it? She must have dropped it. Seems the piece of paper belongs to Mary. You know there's something written on it. Perhaps you should return it to her. Ah! Ah, wait, no. What? Mary frantically snatches the paper away from you. Welche Mary? What is this? What are you doing? I mean, what are you doing? Did you look? No, I didn't.
I see. You didn't, really? Then that's good. Mary looks very relieved. Just forget this happened, all of it. I'm hypnotizing you now. Sleep, sleep, you didn't see anything. Now wake up. That is quite an interesting reaction. Is what is on the paper really that embarrassing? Welcome to the Velvet Room. Excuse us now, once again. Welcome to the Velvet Room. Welcome, my... But that was close. Mary returns to her seat and fidgets restlessly. Check Compendium, View Compendium, die Registered. Izanagi habe ich, Orobash kann ich mir nicht leisten. Eligor. Das war der Darkness Hell, kann ich mir auch nicht leisten. Shit, hätte ich vielleicht drüber nachdenken sollen, bevor ich mir die Medizin so gekauft habe. Slime, Angel, Valkyrie, Sandman, da hätte ich wenigstens Wind noch dabei. Aber Wind habe ich mit dem anderen. Ich nehme Ukobach, glaube ich. Dann habe ich nämlich wenigstens Feuer noch dabei. So. 1. Mai haben wir jetzt. Well, here we are, but this is something we're gonna do here. Never mind. Frag ich das beide. Nothing is happening. This place is peaceful as can be. It's not like the world's gonna end, so don't let it bother you. No! No, I don't really want to go. Alright, I get it. I go already. Nein! What? Oh! It's been a long time since I came here. Wegen dem. Never mind. Die Move vom Party kann ich ja machen. Nee, das wollte ich nicht. Here brings back bad memories. Come on, let's finish up here and go. Okay, dann gehen wir einfach hier rein. Ist scheißegal, wo wir am Ende fighten. Check. There are tons of saga barrels stacked on top of one another. Something is stuck between the barrels. Obtained skills banner. Was ist ein skills banner? Oh? Ich weiß gar nicht, hat Yukiko eine Schwäche für Eis? Dann wäre bei ihr der Eis-Ding ganz sinnvoll. Yukiko. Zona Status. Ha! Weak für Eis. Perfekt. Dann hat sie einen Eis-Suppressor. Gummo Konishi liegt. Oh nein, jetzt gehe ich wieder raus. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht wieder raus. Ja, machen wir wieder einen Check. Things are scattered on top of the table. Okay, sonst ist ja anscheinend nichts. Kann ich noch woanders hingehen? Oh, kann ich zurückgehen, okay. Then go to the castle. Let's move in. Hit on by girls, what a shocking encounter. Let's go. Komm ich jetzt direkt in den Dungeon? Oder habe ich auch einen Zwischenraum? Na, hier komme ich direkt in den Dungeon. Okay, im Castle habe ich nicht im Dungeon. Ein starker Schatten im Raum Yuki-chan, wo es ein Schütte feedet. Mhm. Direkt also essen. Hab ich von dir für nichts, wenn ich SOS habe, ne? Hauen! Lieber glaube ich. Elektro-Weak. Ich will mal probieren, ob die noch andere Weaknesses haben. Ja! Das ist ein Rüros. Oh, der ist instant dead. You're in the zone!
Persona! Dead. Correct. Es gibt Geld und Materialien zum Verkaufen. Also doppelt Geld im Prinzip. Die scheinen aber deutlich kleiner zu sein, die Schatten gerade. I smell two enemies. Beat them up. Wind is weak. Dann benutzen wir Wind gegen ihn. Persona! Attaboy, Yosuke! You're in the zone! Persona! Mal physisch? Boah, die hat einen Critical. Holy shit. Aber ich krieg keine Shuffle Times, dadurch, dass ich sie Insta gebe jetzt gerade. Da ich die Insta gebe, krieg ich keine. There's one enemy! Smash it! Let's do this, Jiraiya! Shuffles. Okay, let's go! Das sind super einfache Gegner gerade. Okay, ist ein Level up, ganz nett. Ich krieg halt XP dafür. Ah, diese Steuerung. Loot! Soul Drops. Soul Drops sind so ziemlich das Wichtigste, was ich kriegen kann, glaube ich. Nochmal Loot. Snuffs. Achso, und Snuff Souls sind, glaube ich, sogar noch bessere Varianten. Aufgeknüppelt auf alles. So, wieder ein One-Shot. Okay, let's go. Ist ja mal wieder ein One-Shot. Peach Seed. Wenn ich jetzt wüsste, was ein Peach Seed ist. Das sind Pfirsichsamen, aber. Hey, hier geht's hoch. Change Battle Tackle, move on the next floor nach. Okay, ich kann dann hier direkt aus dem Menü zum nächsten Floor. Dann muss ich jetzt nicht alles backtracken. Sehr schön. Aber ich will eigentlich den Raum davon noch mitnehmen. Bin ich ganz am Anfang nicht mitgenommen und die Abzweigung. Oh, gucken wir jetzt noch wieder einen Gegner. Free XP. I smell two enemies. Beat them up! Let's do this! Persona! Bam! Attaboy, Yosuke! You're in the zone! Oh, hier habe ich noch automatisch kämpfen drin. Tactics kann ich nicht machen, wenn du nicht dran bist. Ich muss die Tactics mal ändern. Change Battle Tactics. Act freely. Direct Commands. So, hier war noch ein Abzweig. Hallo Abzweig. Hier ist nix. Das ist mal Loot. Gib mir den Loot. Oh, das sind drei. There are three enemies. Careful! It's so scrawny and weak to electricity. Einfach reinbashen. Attaboy, Yosuke, you're in the zone. So, die hat nur Feuer. Hier, hier. To all foes. Hat keinen physischen Angriff, ne? Bin da gerade so persistent. Awesome! Chie-chan's in rampage mode! Easy death. We won! Wieder kein Schaufel, no, aber es gibt über 24 Yen und einiges anderes noch hinterher. Und Loot. Ups. So, move to the next floor. So, 2F. Kiko's Castle.
Hier war halt einer der Bossfights dazwischen, glaube ich. OF. Und zumindest die Unterhaltungen. Jetzt sind wir direkt auf 3F. Ausi. Ausi mit Gebrüll. Okay. I smell two enemies. Die waren weak gegen Fire. Sehr gut. Dann können wir hier Skill machen. Geradu. Den. Was ist denn? Ist das ein One-Shot weiterhin oder sind wir jetzt starten? Also noch ein One-Shot. Keep it going. Mal einfach nochmal. Schau mal. So. Und du machst eine Runde Agi. It's down. All out attack. Let's do it. Kill them. Gib mir da mal einen Shuffle Time für? Jawohl, wir geben mir einen Shuffle Time. You cover, avoid encounters, half money. Dann nehmen wir halt einen Recover. Dann kriegen wir halt einen Recover. 35 XP gab das. Nicht so viel. Oder? Nicht drauf geachtet, wie viel XP es bei den anderen gab, ehrlich gesagt. Also bei dem Boss zum Beispiel gestern und sowas. Dafür brauche ich einen Key. Brauche ich immer ein paar Keys aufsammeln. There are two enemies. Hang in there. Let's do this, Jiraiya. Let's do this. Ich weiß nicht, warum manchmal dieses... Yosuke-kun? Some thick skin. Weiß ich nicht, warum das kommt. It's down. Yes. It will end here. Hier, Mann, Tag Team Combo Attack. 193 ist schon dick. Also jemand richtig hart Damage, wenn man das hinkriegt. Man kriegt halt Persona EN Luck Up. Ich glaube, Money Up ist gar nicht so das Ding, sondern Personas hochzuleveln. Endurance wird halt, wir halten mehr aus, das ist glaube ich ziemlich geil. Izanagi's Endurance has increased, geil. Bin ich schon... Das ist eine permanente Boni, das ist schon ziemlich viel. Kann man glaube ich nicht unterschätzen. Okay. Geht's hoch. Noch Loot. Am Anfang bin ich... Aber direkt die richtige Richtung gefunden. Geh mit! Damit! Ich will aber jetzt eigentlich die unteren Sachen schon mit clearen, deswegen will ich jetzt nicht einfach durchsprinten auf die nächste Ebene. Player Advantage, die haben von hinten. Oh, die, euch kennen wir nicht. You can attack before them. Aber ihr saht schon mal so aus, sieht aus wie eine Vorentwicklung von den Dingern, die mit dem Großen und der Laterne dann sind. War das nicht elektro-effektiv? Ja. Go, Sensei! You knocked it down! Aber mit dem Order-Attack müssen wir beide töten direkt. Cool, let's go. Sieht gut aus. Bin gut. Jetzt! Jawohl. Shuffle Time. So, hier können wir wieder einen Recover, Money Up, Get Chest Key. Oder eine Arcana, eine Persona nehmen. Nehmen wir eine Persona mal mit, wenn wir hier die Chance haben. Welcome up Zaras to your heart. Schon ganz gut, glaube ich. Dann haben wir ein bisschen mehr Personas zur Auswahl, mit denen wir wieder fusen können und sowas. War das von hinten? Jawohl, das war von hinten. Two enemies. You can attack before fire works well. Okay. Gegen den brauchen wir Ziehung. Two enemies. Charge through them. Fire works well on it. Ich bin Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Yosuke pounded an enemy. Critical! Na dann! All out attack and kill!
Guff da auf die Sau. Shuffle Time. Können wir jetzt einen Pixie nehmen? Kamsen Arcana Card. Get Chesty. Holen wir den Chesty mit. Die Zukunft mit Chest öffnen können. Das wäre sonst ein bisschen doof. Wenn wir Chests gar nicht mehr öffnen können. Soul Drop, sehr schön. Das glaube ich nicht von vorne hauen. Von vorne ist neutral. Okay, hier ist Electro. There are three enemies. Careful! Ich mute mal, die sind selber Feuer, glaube ich. Sind sie wahrscheinlich gegen Wind nicht empfindlich, oder? Wir gucken mal. Nee. Sind sie nicht? Sind sie gegen Feuer empfindlich? Nope. Auch nicht. Three enemies. Let's get through this. Tja, dann Zios. Ich hoffe, der überlebt das noch. Dann kann man nämlich am Ende noch einen Roller Attack machen, wenn ich alle drei gemacht habe. Go, save it! You knocked it down! Good work, Sensei! That's one so far! Können wir, glaube ich, mal cleaven hier rein. Ich bin ein bisschen in den Skippen gespannt. No one stands in Sensei's way. Oh, der geht hoch wieder. Ah, weil ich nicht noch einen All-Out, nicht nur einen One More gekriegt habe. Na gut, dann entdecken wir ihn kaputt. Ach, hier trotzdem eine Shuffle-Time, sehr gut. Das ist gut. Wir könnten Slime kriegen, Money ab. Hm. Ich glaube, Slime war nicht so geil. Wir machen mal Money ab. Geben, also müssen wir mehr Money geben. Tomoe Level Up. Magic, Endurance, Wall. Skills machen mehr Damage, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Noch einen Soul Drop gekriegt. Na gut. Jetzt haben wir überall, ne? Ich könnte theoretisch das noch öffnen, aber wir können auch einfach zum nächsten Floor gehen. Und dann hier weiter gucken. Enemy Advantage? Ach, come on, Bullshit. Two enemies! They caught you off guard! So, du wirst auch weak gegen Electricity und du wirst weak gegen Eis. Two enemies! Charge through them! Electricity aber Wind war egal bei dir und bei dir war... Diesmal Wind noch gar nicht. Wir doch mal Wind bei dem Käferchen aus. Also nur, wenn der wieder gegen geschützt sein. Ah, nee. Ist egal. This enemy's weak. Feuer wissen wir nicht. Feuer wissen wir nicht. Gehen wir mal beiden Feuer aus. I can't defeat it. Der war, glaube ich, Eis, ne? Eis weak. Aber der fällt da nicht oben, ne? Ach doch, wir kriegen noch einen One More. Sack. Trotz physischer Resistenz einfach durchgesnackt. Das gab hier schon mehr, ne? Einfach nur, weil die stärker waren. Und die gab auch 115 XP. Das ist deutlich, deutlich mehr auf dem Level hier. Oh, ja, dann nehmen wir doch hier direkt mal den Schlüssel wieder für. Gentleman's Tux. Moment, was? Chainmail. Gentleman's Tux, also das gleiche wie Chainmail, aber dafür weniger Evasion, dafür die gleiche Defense. Aber ich kann nur die Bluse nehmen. Moment, warum habe ich eine Chainmail übrig? Gentleman's Tux gibt für mich wenig Sinn. Außer zum Verkaufen. Sehe ich da den Mehrwert noch nicht.
Player Advantage. Und ich kann mal ausgehen. Wind. Arizona. Ich hab keine davon. Ist Wind. Immer Valkyrie ein bisschen zum Level. One enemy! Fight! 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 Wind war die Schwäche von dem, ne? Binden wir mal rein. It's down! It's down! Let's go, partner! Alright! Bam, 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 bam! Weiß nicht, warum ich gerade so hoch rede. Absoluter Bullshit. Change to Persona, XP up, get Chest Key. Holen Sie mal einen Key. Hätten hier natürlich auch eine Persona rausholen können, aber haben wir jetzt nicht. Senden wir hier ein SOS-Signal? Weil ich glaube, wir kriegen gar keine Unterstützung wahrscheinlich. Ich meine, die haben übrigens noch eine Tür vergessen. Ich wollte gerade sagen, was war das noch was? Physical Mirror. Krieg ich den immer einmal? Das ist ja merkwürdig. Okay, machen wir hier nochmal die Truhe auf. Ice Suppressor haben wir bekommen. Weiß nicht, ob wir irgendwann mal einen Eisgegner überhaupt hatten hier und auf dem Bereich. Okay, das sind die Stufen, das wollen wir aber noch gar nicht. Geht ja vor allem ein bisschen um Leveln und XP sammeln. Das ist so verzweigt, das zackt doch. Wenn wir jetzt keinen Key kriegen, ist es eh durch. Oh Gott, der. There's one enemy. You can win it. Der hat wahrscheinlich mit Dunkelheit oder sowas. Let's do this. Physisch. That's some thick skin. One enemy. Fight, fight, fight. Makes one so panic. Panicken wir den mal. Du hast keinen physischen Angriffsskill. Dann greifen wir aber physisch an. Du hast einen physischen Angriffsskill. Zack! Waste money. Dann wirft er echt Geld. Kriegen wir das Geld am wenigsten, wenn er das wegwirft? Verprügeln! Gruppenkeile! Bei dem kann ich ja die Weakness einfach nicht ausnutzen. Weil die nicht im normalen Element liegt. Okay, damit haben wir nichts gekriegt. Dann brauchen wir auch nicht weiter hinlaufen, um das uns sie anzugucken. Und hinten drauf. Player Advantage. Let's go. So, ihr hattet Feuer. Moment mal, Feuer hatte ich. Ukobach. Let's go. Two enemies left. Persona. Come on, mein kleiner Kobold. Kobold. In meinem Haus. You hit its weakness. Ja, let's go. All out. Also nicht dead davon. Yosuke, you're in the zone! Hier geht auch nochmal Agin rein, dann ist er auch dead. 108 macht sie mit Agi. Holy shit, ist sie viel stärker als meiner im Feuer. What the fuck? The Shadow jumped out. No! The Shadow jumped. Oh! A rare monster! Beat the stuffing out of it! It's not strong at all. Das ist aber gegen alles. Nebis, Escape from Most Battle, Increase in Rhythm Hit. Silence is one foe. Kann ich ihn silenzen? Okay, das geht auch nicht.
Dann würde ich ja mal sagen, wir attacken ihn einfach zu Tode, weil wir können ihn nicht physisch angreifen. Ich glaube, Valkyrie ist da besser, die hat, glaube ich, einen physischen Angriff. Ja, Cleave. Oh, er kriegt den One More, wenn er kriegt. Der haut immer ab! Ich weiß nicht, wie ich das Scheißding machen soll. Das sackt doch. Ich auch, wenn nur Ressourcen investiert. Aber wir kriegen noch eine Snuff Soul raus, wenigstens das. Wenigstens das. Oh, falsche Richtung. Ach, du schon wieder. I smell one enemy. You can do it. Here go. Damn, it's not going down. Persona. One enemy. Fight, fight, fight. Wir haben aber inzwischen durch Leute, wenn wir jetzt nicht im Kampf sind und Zeit haben. Thank you. Dann können wir das nämlich machen. Hier schön reinhauen. Nochmal summoned. Yikes, reinforcements! We were nearly. Der ist weak gegen Wind. Nur dann Skill. Winden wir mal rein, wa? Und halt heilen uns zwischendurch wieder. Two enemies left. Panik. Wir paniken ihn. Oh, haben wir gemisst mit dem Paniken. Dann erstmal den Summon weg. Yuki-chan showing no mercy. Dann verprügeln wir ihn einfach nur. Yikes, reinforcements! We were nearly done! Ich mach das immer vor dem Windhut, ne? Wow, is Yosuke aiming for some overkill? Und eine physische Attacke, vielleicht können wir ihn töten. Jawohl, dann können wir jetzt einen All-Out-Attack machen, dann sollten wir sogar mit einem. Moment, kriegen wir nicht. Die sind doch alle down. Oh, Frechheit. Ich dachte, wir hätten jetzt mit einem All-Out enden können und kriegen einen Shuffle-Time. Aber 600 Yen. Der gibt auf jeden Fall ordentlich Kohle. Und noch eine Snuff Soul. Also eigentlich habe ich jetzt echt viele Sachen für Skillpoints gekriegt. Holy shit. Hier von hinten? Jawohl, von hinten getroffen. Advantage. Moment. Bei dir war es Elektro. Und bei dir war es Feuer. Da ich der Einzige bin, der Elektro hat, mit Izanagi, müssen wir das mal so machen. Auf Vögel immer Elektro. You hit its weakness. Smart move, Sensei. Und noch eine Attack auf den, damit wir den noch dann mit dem All-Out-Attack killen können. So, und jetzt haben wir hier ein Skill, Agi. Feuer. Hau die rein, ey. Oh shit, die Kiko ist richtig stark in ihrer Persona. Shuffle time. Hier, Persona Luck Up, get Chessy, get Skill Card. Ich bin gerade echt unentschieden, ob Persona Luck Up oder Skill Card. Weil Skill Card sind natürlich auch geil. Und XP wäre ja auch geil, weil es drei Gegner waren. Machen wir jetzt Skill Card, haben wir noch so wenig gefunden. Garou. Ich glaube, Garou hatten wir noch nicht. Der Nagi ist leveled up. Sehr gut. Kriegt immer die Person, die ich am Ende habe, die Sachen. Wir haben keinen Schlüssel aktuell.
Wir waren überall, das heißt, wir können next floor gehen. Let's go. Player Advantage. Oh, du There's hattest Feuer. Nee, Eis, ne? Moment. Eis habe ich doch. Saki, komm mal her. Just one enemy left. Uff da. Das ist mein Eis. It's down. Here, let's do it. Gebt ihm Saures, Leute. Gebt ihm Saures. Und fiese, fiese Schattenmaps. I couldn't do it. Here goes, Yukiko. I'm with you. Was? Twin Dragons? Was ist denn das für eine Teamattacke? So, who's next in line for a stomping? Wo kamen denn die her? What? Okay. Nehme ich. Okay, hier ist nochmal ein Abzweig. Gucken wir erstmal hier weiter. Ups, falsche Taste. B gedrückt, ich Vollidiot. Ist wieder so eine goldene Hand. Ich weiß nicht, wie ich die goldene Hand dazu kriegen kann. Ja, du wirst glaube ich Elektro, wa? Ja. Elektro. Nate escape from most battle, hit evasion, make a jump, silence is one foe. Silence wieder erstmal ein. Ich glaube, die haben irgendwelche fiesen. Oh, die kann man nicht silencen. Aber ich brauche Electro. Tsunagi! Tsunagi! Go, Sensei! You knocked it down! You knocked it down! So, und beide down genockt. Machen wir dann eine All-Out-Attack. Das finde ich gar nicht so smart, ich habe nur die Reihenfolge gelegt. So, jetzt können wir nochmal hier gucken, ob die gegen Feuer empfindlich sind. Nee, aber sie sterben beide dran. Sind die schon super hilfreich tatsächlich, die Yukiko. Shadow jumped out of the box. Achso, das ist doch der, die Hand wieder war. Oh, ist es nicht? Das irritiert mich jetzt, die Hand war da gerade im Hintergrund. Ihr wart doch gegen Luft, ne? Oh. Mo Wind Attacken. That's it, Yosuke! One enemy down! Ich glaube, die müssen aber mit der Order Attack nicht killen können. Obwohl die noch zwei Drittel haben so. Ich habe das Gefühl, ich muss den Ansager von Teddy ein bisschen reduzieren, wenn es gehen würde. Oh, die sind nicht gestorben. Ha. Uh-oh, Yuki-chan's showing no mercy. Geht doch zum Shuffle-Time, sehr gut. Dies ist schön. Krieg ich noch einen Slime, avoid encounters and money up. Ich nehme noch einen Slime mit. Plus Fusen. Muss mal gucken, ich glaube, jetzt habe ich ja alle meine Persona-Slots voll. So. Persona, ja, habe ich. Hier die 6 Slots voll. Die goldene Hand muss ich irgendwann mal versuchen zu killen. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Zu killen. Das sind die Treppen. Auf jeden Fall kriege ich natürlich keinen Player Advantage. There are two enemies. This one's Electro. Oh, Yuki-chan, that was lovely. Yikes, it's tough. Oh, gut, dass es nicht den gesetzt hat, der die Elektro-Persona hat. Das wäre bitter geworden. Ich hätte gerne einen Silence-Dispel. Das wäre, glaube ich, ziemlich smart, zwei Leute einen Silence-Dispel zu haben. Irgendwann da. Jetzt, guck da. Shuffle-Time.
Hero Fan um Moikana oder Natashi? Card of the Persona of Moikana. You have welcomed Moikana into your heart. You cannot retain any more Persona. Select a Persona to release. Slime. Yes. Persona Slime has disappeared from your mind. Ist halt dann ein wasted, ne, Belohnung gewesen. Aber eine neue Persona. Eine Persona-Status. Weak gegen Eis, stark gegen Elektro. Ah, das ist auch ein Elektro-Viech. Okay. Is like decrease one for evasion, decrease one for attack. Okay, der ist ein bisschen Debuff Elektro drauf. Okay, okay, okay. I get it. Ich sehe gar nichts. Das ist ja lame. Das war ein leerer Raum. Player Advantage. There's only one enemy. Du hast doch wieder Eis, ne? Strike. Ja, Saki, kommen Sie heran. Nur jemand zu vier, dann können wir vielleicht noch eine Runde machen. Just one enemy left. Und ihm einfach mal auf die Nase geben, um ein bisschen zu sprechen. I can't defeat it. Mit ihn dann hoffentlich mit einer passenden Eisattacke. Ins Gesicht hauen können. Hier, Bufu. Ich bin hier mit dem All-Out-Attack drin. Ist ja der Ding. Ah, perfekt. Perfekt. Yes. Let's do it! Perfekt. So wollte ich das sehen. Etwa absichtlich sogar auch zum Shuffle-Time gemeldet. Changed Persona. New Persona for Neos Hermit. Give me. Card of Persona von Neos. You have welcome von Neos into your heart. Der sieht echt ein bisschen weird aus. Das ist irgendwie ein Mensch mit einem Rochen drin. Entsprechend fliegt Absara so raus, logischerweise. Gut. Yes. Persona Absara disappeared from your mind. Was ist das für eine neue Persona? Von Neos. Das sieht echt weird aus. Stark gegen Eis, weak gegen... Und Nullified... Ah, guck mal, der Nullified Darkness. Das ist wieder ein Eis. Okay. Eisperson, die ist... Und Light Physical Damage. Und Learn Dracunda. Wie ist der lernt der andere eigentlich als nächstes? Poison Mist. Vergift alle Gegner. Ich mag das Gehirn. Mit den Debuffs. Das sieht witzig aus. Ich mag das hier hin. So, Electro. Und Electro. Aber hier, Dingensbummens, Eumelkane, aber auch Electro, wa? Ja, war er. Perfekt. Oh, er misst. Alter, Vollidiot. Okay, Feuer ist in allen beiden egal. Dann machen wir mal einen beidseitigen Feuer. I couldn't do it. Tech down. Yuki-chan, I think they lowered your offense. Awesome! Chie-chan's in rampage mode! Oh, nicht Poison. Poison ist fies. Chie-chan's been so, kannst du jetzt mal wieder treffen. Oh, Moikana. Jawohl. You hit its weakness. Knüppel ihn weg! Und bei dir macht es immer, wenn du drankommst, wieder Damage. So zumindest bei vielen anderen Spielen, also bei Pokémon, damit gesagt. Immer wenn du drankommst, ist es Damage. Half Money, wir können eine Pixie nehmen. Chariot ist halt neu. Ich will jetzt kein. Das ist zwar eine neue Person, aber will ich jetzt nicht. Ich nehme eine Skill Card. Tsukukaya. Ich muss mal die Skillcards angucken, die ich habe, ehrlich gesagt. Amazing, Sensei!
Sehr schön. Great Persona ab Level 14. Level 14, Sonic Punch und Sonic Punch. Jemand Shadow aus der Box. Ach, Shadow aus der Box ist der gleiche. I smell two enemies. Beat them up. Oh, das. Someone else is turned. Ich voll Idiot. Da ist es dagegen. Oh no, nicht den Silence. Das ist mein einziger Elektro-Dude. Ach, ist ja doch alles scheiße. Die sind gegen physisch. Dann machen wir lieber alles, glaube ich. Sensei, your persona's been sealed. Egal, wir uns einfach ein bisschen der Elektro haben, würde ich sagen. Egal, einfach alles, bis wir Elektro haben. Sensei, your persona's been sealed. Einmal nur einmal Elektro aktuell. Das sagt ein bisschen. Wir resisten halt unglaublich viel. Ben ist recovered, jawohl, hier, Skill, Zio, Hochdown. Go, Sensei! You knocked it down! Und hier machen wir auch noch ein. It's down! Let's do this! Ist die Fusion vor Freezen? Das ist eigentlich ganz geil, dann kann man viel rumprobieren. Man muss ja bloß die Tiefe hier zurückholen dann. So, Angel, Money Up, Recover HP, SP, Change One Persona. Gibt es noch eine geilere Persona? Oh. Wir machen Recover. Wir machen einen Recover. Wir kriegen aber jedes Mal 400 Yen immer so ein Kampf gewinnen. Das ist schon ganz geil. Oh, wir sind rum. Guck mal. Move to next floor. Ich glaube, nur für die Bossfights kann man wirklich die SOS beantragen. Hab ich so das Gefühl. On the treasure. Snuff Soul. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, das zählt noch. Player Advantage. Ich habe zwei davon, drei davon? A rare monster. It's pretty. Ich glaube, ich brauche halt gegen das wirklich Dunkelheit oder Gedingens. Geht ja nicht anders. Evasion, decreases foe attack. War der Saki nicht der, der mit dem Creases 4 Light Fire? Three enemies left. Evil Touch. Das ist nur so für mich, dass das einer von denen nicht keiner ist. Das hat drei davon. Okay, ist afraid. Escape, Hit Evasion, Silence One Foe. Die buffen dich erstmal komplett. Okay, Silencen geht nicht. Silencen ist das, was direkt nicht geht. Okay. Ah, alle gegen Feuer, glaube ich, immun, ne? Das ist da trotzdem ganz netter Damage. Nehmen wir mal den Skullcracker rein. Ach, wir missen. Hand is waiting restlessly. Können noch jemanden. Achso, nee, Silence ging nicht. Ach, noch Sonic Punch, dies Light Freeze Image to One Fall. Oh, ein Critical! Noch ein Critical! Wieso kriegt denn das so hart? What?
Both hit evasion rates. Dieses Defense. Nehmen wir den noch. Wenn er rumkriegt, dann mach mal seinen Defense runter. Defense down. Du hast keine physischen Angriffe. Und nur Heals und Dispels. So persistent. Ich hoffe, diesmal treffen wir. Den Skycracker treffen wir nie. The enemy ran away. Ran man nicht away. Hit Evasion ist dizzy. Silencen geht halt nicht. Den können wir hauen. Two enemies. Charge through them. Moment mal. Hatte ich nicht hier... Hier, Evil Touch. Den kann ich aber vieren. Okay, nicht vieren, never mind. Kann ich den da unten nicht mit dem Skullcracker treffen? Kann ich. It's waiting restlessly. Au! Kritten hart rein. The enemy ran away. Here. So, jetzt haben wir genau noch einen. Sonic Punch it. Someone else's turn. Just one enemy left. Persona. Versuchen wir mal zu Evil touchen. Damit das gefiert. Ist nicht gefiert. Aber wir müssen mal inzwischen wieder heilen. Krieg ich jetzt einen Skullcracker-Hit mal? Okay, krieg ich, aber ich krieg nicht nochmal einen. Seems bewildered. Sonic Punch it. Komm mal, bitte. Someone else's turn. Ich muss nochmal zu Evil touchen. Kriegst nicht mehr Gebe touched. I couldn't do it. Skullcrack it away. Couldn't quite beat it. Aber der hat eine höhere Evasion Rate gehabt. Der escaped immer, wenn er einen Crit kriegt. Ach, das sackt doch. Ich habe so viele Ressourcen investiert. Ist doch scheiße.